Meine Lieben, wir schauen in die Liebe rein für die kommende Woche. Was wird sich denn da zeigen? Eine Karte. So, du sollst hier in der kommenden Woche in der Liebe das gesamte Bild betrachten. Ein Gesamtbild, ne? Von oben drauf schauen, richtig. Ja, den Blick auf vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf eine Angelegenheit werfen. Und wir haben hier, die kommende Woche geht es hier in der Liebe darum, um Schöpferkraft. Es geht darum, Dinge umzusetzen. Es geht darum, Leidenschaft, ne, zu leben, leidenschaftlich zu werden. Und es geht hier in der kommenden Woche in der Liebe um das innere und äußere Glück. Eine Chance auf was Stabiles, eine Chance auf einen Neuanfang. Aber dieser Neuanfang wird noch unzufrieden sein. Ne? Also man wird das noch nicht so richtig annehmen wollen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, man muss erst etwas anderes hinter sich lassen oder diese Unzufriedenheit hinter sich lassen und dann hier etwas erfolgreich machen. Also ich habe das hier so, in der kommenden Woche geht es darum, etwas umzusetzen mit jemandem, das innere und äußere Glück hier zu leben. Aber diese Unzufriedenheit, die muss erstmal hinter sich gelassen werden, die man hier noch hat, um etwas erfolgreich zu machen. Ja, und ich habe hier die 10 der Schwerter. Du wirst auf jeden Fall in eine neue Richtung blicken. In der kommenden Woche, was haben wir dann noch? Ja, hier geht es um eine Gegenüberenergie, männlich oder weiblich, ist egal, weil entweder hat dieser Mensch noch jemanden oder es ist eine verstrickte Situation. Und ja, du wünschst dir hier etwas mit diesem Menschen. Du hast hier Hoffnung bezüglich diesen Menschen, ne, dass hier etwas in die Stärke kommt. Vielleicht ist es auch jemand aus deiner Vergangenheit oder den du schon länger kennst. Und da gibt es eine gewisse Unruhe auch in der kommenden Woche drinne. Über die man vielleicht auch nochmal sprechen tut. Ne? Vielleicht ist man auch nervös wegen der Kommunikation, das kann hier natürlich auch sein. Und irgendwas blockiert hier immer wieder. Irgendeine Blockade ist hier immer drin, aber von der wird man sich auf jeden Fall abtrennen. Ne? Oder diese Blockade führt vielleicht auch immer wieder in so einen Rückzug, aber diesmal nicht. Ne? Diesmal nicht, diesmal kommt hier die Einladung oder mehr Harmonie, was wir hier sehen. Und ja, irgendwie ist es aber auch noch so, ne, es ist noch nicht so, wie du dir das gerne wünschst, ja, eine gewisse Traurigkeit spielt hier noch mit in dieser Sache, aber ich kann dir sagen, hier ist das Glück trotzdem an deiner Seite, also es gibt Hoffnung für diese Angelegenheit. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag.